So, Lukas, ich habe da mal was vorbereitet. Du darfst jetzt was auspacken, dir ein bisschen anschauen und uns erzählen, was du so vorfindest. Eine Maske. Muss ich die aufziehen oder was? Ich weiß nicht, dass ich mir vielleicht die Augen verbinden muss und muss ich aufziehen. Okay. Und wie fühlst du dich? Sehr gut. Sehr gut. Was könnte jetzt passieren? Nichts Gutes. Ich gehe davon aus, dass es Wein sein wird. Riecht nach einem Naturwein. Sehr hefig. Bisschen Brioche-Noten. Haben wir einen Orange-Wein im Sortiment? Das wusste ich gar nicht. Oder Naturwein. Ja, nee, ist ein schöner angenehmer Wein. Hat sehr feine Gerbstoffe, wie schon gesagt, sehr hefig. Es könnte auch ein Rotwein sein. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Jo, natürlich. Ich habe tatsächlich wirklich an Orangewein, so Naturwein gedacht. Aber das Rotwein sein, ja, es hat sehr feine Gerbstoffe, wie schon gesagt. Egal, ob es jetzt weiß oder rot ist. Aber ist ein bisschen oxidativ, ist aber gar nicht schlimm, es hat eine schöne Aromatik, ein bisschen was Holziges dabei, sollte jetzt nicht allzu kühl sein, also das ist eigentlich eine ganz gute Temperatur dafür, die er gerade hat, weil ansonsten wird das, glaube ich, zu hart, aber ansonsten ja, ein schönes Stück Steak dazu oder Tofu, keine Ahnung. Die vegetarische Variante dazu halt. Aber irgendwas, was Kräftiges, passt, glaube ich, ganz gut zu dem Wein. Ich würde nicht sagen, dass es reinsortig ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Merlot und Cabernet irgend sowas dabei ist. Ja, sowas in der Art. Du wirst die Augenbinde abnehmen, ich reiche dir die Flasche dazu. Viva war Underdogs, Cuvée Rot. Vom Cuvée, ich weiß jetzt nicht genau, was drin ist, ehrlich gesagt. Ja, also irgend sowas in Richtung Bordeaux-Cuvée, aber macht Spaß. Hat eine schöne kräftige Struktur. Ich glaube, der kann dann auch ruhig ein bisschen liegen bleiben. Oder einfach einen Dekanter reinschmeißen. Ich denke, den tut das ganz gut. Empfehlen? Ja, nein? Auf jeden Fall. Trinken. Super. Jeden Tag. Danke. Ich hatte wirklich zuerst an Silvaner Orangewein gedacht, ohne Mist. Hätte ich nicht gedacht. Und dann